Also für die, die schon mal in Makerspace waren und einen 3D-Drucker sich schon mal angeschaut haben, aber nicht genau wissen, was man damit macht. Ihr würdet es gerne mal benutzen, aber ihr wisst nicht, wie ihr damit anfangt. Das ist der Talk für euch. Unser Speaker heute ist selbst als... Er sieht sich selbst als Standard-Nerd, Nils Pickard. Er hat sich etwas Zeit genommen und FreeCAD angesehen. Und er will jetzt darüber reden, was man damit tut und was man nicht damit tun sollte. Danke. Danke für die nette Einführung. Ich möchte euch nur mal kurz den Zusammenfassung meiner ersten Monate mit diesem Programm darstellen. Ich bin kein Experte. Also bitte etwas Geduld mit mir, wenn ich etwas erzähle, was ihr vielleicht für falsch haltet. Ihr könntet komplett recht haben. Es könnte komplett falsch sein. Also was ist FreeCAD? Es ist eine Open-Source-Software, es ist ein CAD-Programm. Damit kann man parametrisch modellieren. Im Grunde kann man damit alles machen. Finite-Element-Simulationen. Es gibt Module für so ziemlich alles. Es ist eine sehr mächtige Software. Und ich habe nur sehr, sehr wenig an der Oberfläche gekratzt. Aber das reicht schon, um alles zu tun, was ich machen möchte. Mit meinem Zugprojekt. Und es gibt noch ein Q&A nach diesem Vortrag, da beantworte ich Fragen und oder eine Art kleiner Workshop. Da gibt es dann noch Anleitungen. Aber jetzt erstmal, was mache ich überhaupt mit diesem Programm, mit FreeCAD? Im Grunde konstruiere ich Dinge für meine Modellzüge. Dann gibt es größere Strukturen, Modularbeit. Die macht man meistens mit Holz oder Pressholz. Dann gibt es detailliertere Sachen, Züge, zum Beispiel diesen kleinen Zug hier. Der ist nach einem portugiesischen Prototypen modelliert, aber es gibt auch deutsche. Lasercutter, die Herstellung ist bei größeren Sachen über einen Lasercutter, bei kleineren Sachen mit einem 3D-Drucker. Meine CAD-Erfahrung ist sehr überschaubar. 1992 hatte ich ein kleines Praktikum, 2 Wochen mit AutoCAD. In der guten alten Zeit noch mit Disketten. Da gab es schon ein Grafiktablet. Und alles war eben, wie es in den 90ern war. Dann hatten wir AutoSketch, was ein sehr, sehr einfaches CAD war. Später habe ich ein bisschen mit Inkscape gearbeitet, mit Tinkercad. Und mit beiden bin ich dann nicht weitergekommen irgendwann und dann habe ich eben mit FreeCAD angefangen, vor ein paar Monaten. Also 2 Einschränkungen. Ich bin weder ein CAD-Experte und ich bin alt und weiß vielleicht nicht, wie man mit moderner Software richtig umgeht. Also warum FreeCAD? Warum dieses Programm? Im Grunde Tinkercad, Fusion 360, also Fusion 360 und alle kommerzielle Software ist sehr, sehr nett, aber vielleicht möchte man diesen Cloud-Diensten nicht vollen Zugriff auf seine Daten geben. Und wenn man den Zugang verliert, dann hat man keinen Zugang mehr zu allen Daten. Der 2. Punkt, Fusion 360 gab es mal für umsonst. Dann war es eine Lizenz, die man jedes Jahr gratis erneuern musste. Und dann war es ein Abo-Modell. Und jetzt ist es, denke ich, sehr, sehr teuer geworden, um es überhaupt benutzen zu können. Also 200, 300 Euro. Und wenn man das für einmal im Jahr einen Zug ausdrucken verwenden möchte, wäre es sehr, sehr viel Geld. Also zu viel Geld für mich. Es gibt 2 Open-Source-Programme, die man sehr leicht finden kann. Also OpenSCAD, das ist mehr wie Programmieren. Das sah sehr gruselig aus für mich.
even for somebody who's doing his slides. Sogar wenn man mit LaTeX sich auskennt und umgehen kann. Ich mag doch lieber, wenn ich klicken kann. FreeCAD, auch frei, Open Source, alles. Man kann hier irgendwie auch programmieren, aber die meiste Interaktion für den Benutzer ist mit der Maus. Okay, wie bekommt man das? Einfach freecad.org, da sind immer die neuesten Versionen, kann man fertig kompiliert oder in Quelltextform bekommen, kann man für alle größeren Betriebssysteme bekommen, Linux, Mac, Windows und wahrscheinlich noch ein paar andere. Ich habe es auf Mac und Windows benutzt, bisher habe ich keine Unterschiede bemerkt. Es ist stabil, es funktioniert ganz gut. Eine Sache muss man beachten. Ich habe erst Version 0.18 installiert. Das war vor einem halben Jahr. Und ziemlich sofort darauf kam 0.19 raus. Ich habe das auch installiert. Und unter Windows hatte ich dann zwei Versionen. Also es hat nicht die alte Version ersetzt, sondern man hat dann zwei Installationen. Ich habe dann manchmal 18, manchmal 19 benutzt. Also 1.8, 1.9. Und manchmal hat es nur in einer Version funktioniert. Und ich wusste nicht warum. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe die falsche Version benutzt. Die alte Version kann das einfach nicht. Und wenn ihr jetzt die neue Version habt und die alte nicht mehr braucht, einfach nur Sorge tragen, dass ihr es wirklich deinstalliert habt und alles aufgeräumt ist. Okay, wie kann ich das jetzt lernen? Wenn man sich das erstmal dieses Programm ansieht, sieht es sehr kompliziert aus und groß und überwältigend. Und es ist auch nicht unbedingt eine intuitive Software, wie CAD-Programme meistens sind. Also es gibt erstmal die Dokumentation. Natürlich ein kleiner Tippfehler von mir. Ich habe es mir fünfmal angesehen, den Tippfehler nicht gesehen. Also wiki.freecad.org, Getting Started, ist sehr gut, ist aber sehr, sehr groß. Man weiß also gar nicht, wo man anfangen soll meistens. Was ich sehr mochte, war Flowey's Corner. Der ist auf YouTube, er macht großartige deutschsprachige Tutorials mit Version 18, 19 und auch noch anderen CAD-Programmen. Er ist professioneller CAD-Instruktor, also er unterrichtet das wirklich. Und das war mein Startpunkt. Wenn man es auf Englisch bevorzugt, ist da die FreeCAD Academy auf YouTube. Einige von Flowey sind da und auch einige andere. Ja, hier ist der Link. Kann man sich jetzt natürlich nicht merken, aber die Slides sind online. Und dann natürlich die Volkshochschule von nebenan hilft gerne. Martin Hasenmeier ist ein Kollege von mir. Der gibt Unterricht an der Volkshochschule Fürth in Januar und Februar und an eurer lokalen Volkshochschule gibt es vielleicht auch Trainings dafür. Okay. Dann schauen wir uns doch mal das CAD an sich an. So sieht es aus, wenn man das erstmal startet. Man hat diesen Bildschirm. Ich habe schon ein paar Dateien eingeladen. Und es gibt natürlich haufenweise Knöpfe. Und man weiß nicht, was man jetzt damit macht. Das Erste, was man bemerkt, ist, dass es eigentlich am Anfang so aussieht. Das ist die Arbeitsfläche, die Startarbeitsfläche. Und da kann man jetzt nicht ganz so viel machen. Die Arbeitsflächen oder Workbenches sind ein grundlegendes Konzept in FreeCAD.
basically like a real. Das ist wie eine echte Arbeitsplatte oder ein Arbeitsplatz, eine Sammlung an Werkzeugen. Ihr habt eine bestimmte Aufgabe, die ihr erledigen wollt, dann geht ihr an die entsprechende Arbeitsfläche. Für mich ist es hauptsächlich die Part Design Workbench, also um Teile zu entwerfen. Teil und die Mesh, also Netzdesign und dann eben die Tech Draw, also technische Zeichnungsarbeitsfläche. Es gibt haufenweise andere. Ich weiß nicht bei allen, was sie tun. Bisher habe ich sie auch nicht benutzt oder gebraucht. Das erste, was ihr tun werdet mit jedem Teil, das ihr designt, ist, dass ihr erstmal eine grobe Zeichnung anfertigt. Die Zeichnungen sind die grundlegenden Bausteine. Es gibt eine 2D-Zeichnung und davon kann man dann eine 3D-Form ableiten. Das heißt, man zieht es in die dritte Dimension und dann kann man boolesche, also logische Operationen und Modifikationen an dieser grundlegenden Form durchführen. Man macht also etwas in 2D, zieht es in 3D und dann hat man einen Teil vielleicht aus Blech und dann kann man Ecken abrunden und Biegungen einfügen und solche Sachen. Dieses Zeichnen passiert in einer bestimmten Ebene, in einer Koordinatenebene. Die grundlegende Koordinatenebene ist XY, dann XZ und YZ, also übliche Koordinatensysteme. Und wenn man sich auch was hat, kann man sich auch immer eine Oberfläche eines Teils als Ebene aussuchen, dass man auf dieser Ebene stattdessen arbeitet. Aber meistens will man die normalen Koordinatensysteme verwenden. Es gibt ein paar Probleme mit Zeichnungen, also Probleme, Herausforderungen, die man berücksichtigen muss. Man kann nur zusammenhängende Formen erzeugen, also nicht zwei Würfel, nur zusammenhängende Gegenstände. Man kann Faltungen machen, aber nicht zwei getrennte Körper. Also als Beispiel, wenn ich das hier jetzt öffne, im Startmenü oder im Startbildschirm, dann gehe ich auf das Part Design, also Teil Design. Arbeitsfläche, erzeuge einen neuen Körper, erzeuge eine Zeichnung, suche mir eine der Ebenen aus, so dass jetzt hier die Basis und dann erzeuge ich einen Kreis. Und diesen Kreis kann ich jetzt auffüllen. Kann ich nicht. Weil der Kreis aus irgendeinem Grund nicht gezeichnet wurde. So, jetzt ist der Kreis da und ich kann es auffüllen. So. Ich weiß nicht, warum der jetzt verzerrt ist, aber im Grunde so funktioniert das. Man zeichnet etwas und dann zieht man es in die dritte Dimension. Wenn ich die Zeichnung jetzt mit zwei Kreisen mache, zum Beispiel, indem ich jetzt einen daneben setze, dann funktioniert dieses Auffüllen, dieses Padding oder das Ziehen in die dritte Dimension nicht mehr. Man sieht den ersten, aber nicht den zweiten. Das kann sehr, sehr viele komische Effekte oder Auswirkungen haben. Löcher sind meistens okay, aber wenn etwas überlappt, also ein Teil des Kreises, wenn ein Kreis sich mit einem anderen Kreis überschneidet, dann kann es zu komischen Effekten führen. Okay, Sketches. Sketche müssen constrained werden. Constrained bedeutet, die müssen quasi alle eine Messung aneinander haben. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen neuen Körper erstellen und einen neuen Sketch erstellen und zum Beispiel mal diese Ebene erwählen und jetzt mache ich wieder beispielsweise einen Kreis. So, ist das Problem. Ich weiß, das ist ein Kreis, aber ich weiß nichts über den Kreis.
Und das heißt, um diesen Kreis jetzt ordentlich zu definieren, muss ich hier Messungen einfügen. Und diese Messungen sind alle diese roten Dinge hier oben. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einmal hier auf den Radius was legen. Jetzt kann ich den hier einen 20 mm Radius festlegen. So, muss ich kurz Caps Lock ausmachen. Und dann will ich aber natürlich auch definieren, wo dieser Kreis ist, relativ zum Ursprung. Und das heißt, ich kann jetzt hier einen horizontalen Measurement Constraint, also eine horizontale Messung, wählen und da jetzt auch angeben, zum Beispiel, dass ich will, dass das 30 mm sind. Das heißt, ich habe jetzt 30 mm vom Boden in der vertikalen und jetzt mache ich hier noch einen für die horizontale Messung. Jetzt sieht man hier schon vielleicht die richtigen Punkte treffen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt, dieser Punkt und dieser Punkt. Da dürfte es irgendwo sein. Da. Okay. 30 mm. So. Und jetzt ist der Kreis grün, was bedeutet, dass alle Messungen festgelegt sind und es klar definiert ist. Also dieser Kreis ist komplett definiert. This is a completely constrained sketch, as it says on the left there. Und jetzt kann man hier links sehen, ich kann jetzt hier neue Sketches erstellen. Und den jetzt hier 2 mm erweitern und jetzt habe ich hier so eine Scheibe. Und mit diesem Constraining, wenn man jetzt zu komplizierteren Formen kommt, dann kann man manchmal auf bestimmte Probleme treffen, wo es zum Beispiel für eine Messung mehrere Lösungen gibt. Wenn man zum Beispiel eine Distanz von einer Zeile zu einer anderen, von einer Linie zu einer anderen geben will, dann kann das natürlich von beiden Seiten des Ursprungs zu treffen. Und manchmal wird FreeCut da ein bisschen verwirrt, dann springt irgendwas von einer Seite zu einer anderen, von der ausgemessen wurde. Und es ist teilweise echt schwierig, das zurückzukriegen, indem man es bewegt oder andere Constraints hinzufügt. Und das Einfachste ist tatsächlich dann einfach, die Constraints zu löschen und nochmal von vorne anzufangen und das Ganze neu zu messen. Okay. Das waren jetzt Constraints, also die Bestimmungen. Manchmal gibt es da mehrere Lösungen. Ich hatte auch schon Teile, wo es komplett ausgeflippt ist und völlig verrückte Sachen gemacht hat. Ich weiß nicht, warum oder was da los war. Das Einzige, was ich machen konnte, war den Sketch löschen und neu anfangen. Also, wenn ihr was Kompliziertes macht, dann seid darauf vorbereitet, dass, wenn es zu kompliziert wird, dann kann euch Mathematik in den Weg fallen und manchmal können auch einfach sehr seltsame Dinge passieren. Es ist mir früher mit 0.19 nicht so viel passiert, aber mit 0.18 doch sehr viel. Okay, das nächstwichtige Konzept ist der Modellbaum. Die kann man hier links, können wir jetzt sehen, unseren Modellbaum. Da haben wir die verschiedenen Festkörper und da gehören halt verschiedene Dinge zu. Und unter diesen einzelnen Dingen haben wir dann die Sketches. Dieser Baum ist quasi die History. Dieser Körper, der ist eine Gruppierung von 3D-Objekten. Die muss nicht unbedingt kontinuierlich sein, es kann auch unterschiedliche Sachen, die nebeneinander sind, aber es ist quasi etwas, das ein Koordinatensystem hat und zusammengehört. Unter diesem Körper fangen wir dann halt mit einem Sketch an. Und was auch immer man dann mit diesen Sketches macht, ist, dass man halt Dinge appliziert, wie zum Beispiel ein Loch in das Objekt einfügen oder ein Chamfer hinzufügen, also eine Kantenabrundung.
Und das ist quasi die Historie des Teils. Das heißt, hier der Chamfer ist das Letzte, was ich mit dem Teil gemacht habe. Und wenn ich etwas davor ändern will, zum Beispiel muss das Loch jetzt irgendwie etwas tiefer sein oder so, dann kann ich zurück zu dem Sketch gehen und das propagiert dann wieder die ganze Kette vorwärts bis zum Chamfer und der ist dann entsprechend auch angepasst. Das ist quasi die Historie, könnte man sagen, von dem einzelnen Modell, aber auch eine Art Hierarchie. Und jetzt kann man halt mehrere verschiedene Körper haben natürlich, die ja komplett unabhängig voneinander sind. Das heißt, man kann also verschiedene Teile des Modells erstellen, die man unterschiedlich getrennt modelliert. Da kann ich mal kurz ein Beispiel machen vielleicht. Ich habe jetzt hier dieses Pad und diese Fläche und ich erstelle da jetzt einen neuen Sketch, wenn ich möchte. Den kann ich jetzt hier auf dieser Oberfläche erstellen. Um mein Leben etwas einfacher zu machen, benutze ich hier, wähle ich die Oberfläche und wähle einen neuen Sketch. Und jetzt habe ich hier einen weiteren Kreis, den ich hier reinsetze, zum Beispiel dahin. Messe den, um einen Radius zuzuweisen, 5 mm hier jetzt. Und ich setze es zum Ursprung. Einmal horizontal und jetzt einmal vertikal. Auch 35 mm. Und jetzt möchte ich da nicht unbedingt etwas hinzufügen, sondern ich möchte das vielleicht reduziert, um ein Loch zu erstellen. Das heißt, ich mache da jetzt ein Loch rein und das soll 5 mm tief sein. Und jetzt sieht man, wir haben da ein 5 mm Loch drin, ausgehöhlt quasi. Und jetzt hier in der Historie des ursprünglichen Pads, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht da constrained haben will, bei 20, sondern bei 25 zum Beispiel, dann ist das Loch da geblieben, wo es hingehört. Obwohl das ganze Ding etwas größer geworden ist. Jetzt kann ich noch etwas schickere Sachen machen, etwas fortgeschrittener. Ich kann zum Beispiel hier die Kante von dem Loch wählen und da einen Chamfer anlegen, um zum Beispiel 2 mm. Und so geht es dann immer weiter. Und man sieht hier, dass diese Operationen halt zu dieser Historie was sich hinzufügen. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie noch einen Chamfer außen ran mache, einen Fillet, dann wird es auch hier hinzugefügt. Und wenn ich den Chamfer jetzt doch nochmal ändern möchte zu 1 mm, dann kann das rückwirkend auch immer noch gemacht werden. Das Fillet hier wurde jetzt entfernt, weil ich jetzt den Chamfer als aktiven Zustand gewählt habe. Wenn ich jetzt den Fillet wieder haben möchte, muss ich wieder den Fillet anwählen als aktives Element, was man einfach über einen Doppelklick macht. Und dann sind wir fertig. Okay. So, dieser Baum ist definitiv sehr hilfreich, aber es gibt auch ein paar Probleme. Die interne Datenstruktur von FreeCAD ist, dass alles relational ist. Alles ist immer relativ zu irgendwas anderem. Das heißt, dieses Fillet ist festgelegt als zugefügt zu der Kante irgendeine Nummer, zum Beispiel Kante 25 von. Und diese Aktion ist appliziert auf diese Kante. Wenn ich jetzt etwas Seltsames mache, wie zum Beispiel eine Kante löschen oder eine neue Kante hinzufügen innerhalb einer der vorigen Rechnungsstufen, dann versucht FreeCAD halt zu verstehen, was man wollte und das rückwirkend zu korrigieren, aber manchmal klappt das halt nicht. Insbesondere, wenn ich jetzt hier mehrere Sachen in der Historie habe und dann zum ersten gehe und da in den Sketch eine Linie hinzufüge oder etwas entferne, dann können definitiv Dinge komplett schief gehen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht zu oft in die Vergangenheit der Historie einzugreifen. Wenn man was Kompliziertes macht, ist am besten direkt von Anfang an richtig machen. Das ist manchmal schwierig, das weiß ich schon, aber es hilft auf jeden Fall.
Hier ist es schon relativ klar, dann sollte man direkt mit dem finalen Ergebnis im Kopf rangehen. Es lohnt sich auch, Zwischenschritte als separate Dateien abzuspeichern, damit, wenn man doch irgendwas super schief gegangen ist, dass man dann noch zurückgehen kann. Und je weiter man in der Historie zurückgeht, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht. Es gibt auch ein paar Operationen, die robuster sind als andere wiederum. Zum Beispiel ist das Sketching und die Pads funktionieren sehr gut. So Sachen wie Löcher, was ich hier gezeigt habe. Diese Subtraktion ist auch sehr okay meistens. Aber zum Beispiel Fillets und Chamfers können sehr schnell schief gehen. Da hätte ich jetzt ein komplexeres Teil erstellt, was noch mehr von diesen Aussparungen oder sowas hat. Da würde ich auf jeden Fall die Chamfer und Fillets erst als allerletzte Schritte hinzufügen, weil wenn man die etwas früher hinzufügt, dann kann man definitiv diese Probleme kriegen, dass es nicht ganz weiß, welche Kanten jetzt genau gemeint waren und Dinge gehen kaputt. So, wenn wir jetzt unser Teil erstellt haben und das mehrmals benutzen möchte, dann kann ich es klonen oder ich kann es kopieren. Kopieren ist einfach, man macht das einfach mit Steuerung C und Steuerung V, wie man das kennt. Das kopiert einfach alles, die Abhängigkeiten, die Koordinatensysteme, die und sich mit. Und jetzt habe ich etwas, das sich Körper 0 und 1 nennt. Und das ist jetzt also hier die Kopie. Das können jetzt wegbewegen zum Beispiel. Das ist hier unter Platzierung, Position. Da können wir jetzt festlegen, dass wir es bewegen möchten auf einer bestimmten Achse. Oh, at 5, it's a bit. Und jetzt haben wir zwei Scheiben. Und das sind komplette Kopien. Die sind, und das bedeutet also, wenn ich jetzt dieses Teil bearbeite und zum Beispiel einen Chamfer jetzt noch zu der Kante hier hinzufüge, dann wird es nicht. Ah, okay, der Körper muss natürlich aktiv sein, damit ich daran arbeiten kann. Muss ich ihn jetzt doppelklicken? So. Chamfer und so, das taucht jetzt nicht auf dem anderen auf. Wenn ich den Körper nehme und aber einen Klon erstelle, das ist dieser Knopf, es sieht fast genauso aus und nennt sich auch Körper 002. Das bewegen wir jetzt mal hier in die andere Richtung. Hier ist der Fall, dass es eine exakte Kopie ist. Das heißt, wenn ich da jetzt einen 5mm Chamfer wähle, dann appliziert sich das automatisch auch zu dem Klon. Und das sieht man nur, wenn man hier jetzt ein Level tiefer im Baum geht, da sieht man, dass 001 alle Unterteile hat und Buddy 02 nur, dass es ein Klon ist. Um das zu machen, kann man hier das Teile-Design-Toolbench zu benutzen. Da gibt es noch ein paar mehr Optionen für Kopieren und Klonen und booleische Operationen. Also damit einfach mal rumspielen mit dieser Teile-Workbench. Okay, also jetzt können wir hier noch zur Übersetzung von und Spiegelung von Elementen kommen. Und wo ist das nochmal? Okay, jetzt kann ich hier nur additive und subtraktive Features klonen. Das heißt, ich muss jetzt hier den Chamfer wählen. So. Wo ist jetzt der Klon hin?
Ach so, ja, ich habe nur den Chamfer gespiegelt. Ich muss auch ja den Körper spiegeln. So. Ah, okay. Anscheinend kann ich jetzt nicht den kompletten Körper spiegeln, sondern nur einzelne Features von dem Körper. Das liegt daran, dass das schon halbwegs gespiegelt ist. Ja, das ist jetzt schon so das seltsame Zeug, womit ich noch nicht viel gearbeitet habe. Ich würde einfach hier die Kopien und Klonen benutzen und dann rotieren und Zeug. Und das meiste kann ich damit auch schon machen. Das hier ist auch übrigens was man erst zum letzten Schritt machen sollte. Wegen der relationalen Daten kann man sehr leicht Dinge kaputt machen, wenn man mehrere Kopien hat und dann etwas in der einen ändert, in der ursprünglichen, und dann etwas in den Relationen verloren geht zwischendurch. Okay, kopieren, klonen sollte man auch ziemlich zum Schluss machen. Wenn man etwas erstellt oder designt, und das habe ich sehr schmerzvoll gelernt, denkt schon vorher über die Symmetrie nach und wo das Teil später sein soll. Zum Beispiel diese Lokomotive, die ich erstellt habe. Euch jetzt aussuchen, ob ihr in diese Richtung oder in diese Richtung das vergrößert, ist manchmal sehr interessant von den Folgen. Also ihr wollt jetzt wahrscheinlich entlang der Achse der Lokomotive verlängern, weil das ist, wo die Symmetrie ist. Aber jetzt hier dieses Häuschen, das Führerhäuschen oder die Kabine, kann man nach oben oder nach rechts, links verlängern. Und je nachdem, wie man es macht, muss man jetzt komische oder auch einfache Formen abziehen. Diese Lüftungsschächte hier, da war es sehr praktisch, dass die an die Maschine so anzufügen, sodass die Achse, die Spiegelachse genau auf eine Achse ist. Ich denke, es ist die Y-Achse, dass die genau durch die Spiegelachse geht. Also konnte ich diese Teile hier einfach spiegeln. Ich musste die nicht noch irgendwie verschieben. Okay. Versucht auch, es so zu modellieren, dass ihr nicht zu viele Abhängigkeiten habt. Es ist einfacher, viele kleine Teile zu haben, als alles zu einem großen Teil zusammenzufügen. Je größer das Teil ist, umso mehr Abhängigkeiten habt ihr und umso mehr Möglichkeiten gibt es, dass etwas schief geht. Jede dieser Lüftungsschlitze ist ein einzelnes Teil. Das hier ist ein einzelnes Teil, das ist ein einzelnes Teil. Man hat zum Schluss sehr viele Teile. Also das alles hier, alles was sehr aufleuchtet, wenn ich drüber gehe, das sind einzelne Teile. Bei einem 3D-Drucker ist es auch nicht so wichtig, weil ich das zum Schluss alles zusammenfüge. Für die Konstruktion ist es aber sehr schön, einfache Teile zu haben, die nicht so viele Abhängigkeiten haben. Okay. Jetzt hat man die Konstruktion und jetzt muss man das irgendwie in den Lasercutter oder zu dem 3D-Drucker bringen. Und auch dafür gibt es natürlich einen Arbeitsbereich. Für den Lasercutter ist es sehr einfach. Man nimmt einfach die technische Zeichnung. Also man hat das 3D-Modell und man muss jetzt die Projektion aussuchen, die man will. In etwa so. Und dann sucht man sich das Teil aus und dann fügt man das zu der Zeichnungsarbeitsfläche hinzu oder der Workbench. Das sieht dann etwa so aus. Und dann bringt man es in einer 1:1-Skala hier rein. Das zeige ich jetzt nicht, weil die Zeit uns langsam ausgeht. Und ich will noch Fragen beantworten. Und dann kommt hier noch das Q&A. Dann kann man es als DXF oder SVG exportieren, in den Lasercutter werfen und es sollte funktionieren. Wenn man es für den 3D-Drucker will, dann braucht man die Mesh oder Gitter
Arbeitsfläche oder Workbench. Ist auch nicht wirklich kompliziert. Also man geht hier auf die Mesh Workbench, also die Gitter Arbeitsfläche. Mesh Design heißt die. Wählt die Teile aus, die man möchte. Ich möchte jetzt hier alles haben. Dann geht man zu Meshes oder Gitter und sagt Create Meshes, Meshes from Shape, also Gitter aus den Teilen erzeugen oder Netze erzeugen. Und dann sieht man jetzt hier, dass dieses Teil als Netz von einem dieser Ventilationsschlitze, wenn ich mal die ganzen anderen Teile ausschalte, das hier sind jetzt alles individuelle Netze. Und was ich dann mache, ist sie einfach alle auswählen und sie zu einem großen Netz zusammenfügen. Also man wählt die einfach alle hier links aus. Und wo ist es? Hier, Merge. Oder auf Deutsch zusammenführen. Und wenn man dieses Netz dann hat, dann exportiert man es als STL und fertig. Netz exportieren zu Deutsch. Speichert man einfach als STL-Datei, kann man noch ein wenig aufräumen oder sauber machen mit einem anderen Programm, aber bisher hat das immer ganz gut funktioniert so. Noch ein paar kleine Punkte. Es ist keine Software, um perfekt fotorealistisch zu modellieren. Wenn man also eine Schraube oder eine Helix braucht, das wird als CAD-Zeichnung behandelt. Also das ist dann nur ein Loch mit der Notiz, dass es eine M5-Schraube oder eine M5-Mutter sein soll. Es gibt eine Helix-Werkzeug, aber da gibt es auch Limits oder Grenzen. Also kann nur Vollrotationen machen oder, ja, also es kann auch zu Problemen führen. Man muss also die Helix für die Schraube, es kann sehr kompliziert sein, sowas zu erstellen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hatte nur Löcher bisher und keine Gewinde. Aber es kann problematisch sein, dass man nicht jedes Detail so erstellen kann, wie man es gerne hätte. So, als Zusammenfassung. Es ist sehr mächtig, man kann sehr viel damit machen. Es ist noch unter Entwicklung, es ist frei. Und wenn man dem auf Twitter folgt, dann ist da jeden oder jeden zweiten sind da Nachrichten über neue Versionen. Und die arbeiten wirklich dran, es nutzerfreundlicher zu machen und sehr viel passiert. Und ja, es wird einfach immer besser. Bisher habe ich wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich habe immer noch sehr oft Probleme. Aber es kann sehr viel. Das einzige Negative ist dieses relationale DAT-Modell mit den Abhängigkeiten, dass manche Sachen einfach sehr seltsam werden, wenn man eine Kante löscht. Also da muss man definitiv noch einige Arbeit investieren. Aber das ist auch etwas, womit große kommerzielle CAD-Programme Probleme haben. If you go to NXCut or something, they also had these problems in the beginning. Und ja, diese Probleme sind üblich am Anfang. Das ist jetzt nichts gegen die Programmierer. Das ist einfach nur der sehr schwierige Teil. Und es ist erstaunlich, wie stabil das Programm schon ist. Okay. Ich wäre dann soweit durch. Ich hoffe, ihr seid noch wach und ich bin offen für Fragen. Super, vielen Dank und danke auch für die sehr technische Präsentation, dass man wirklich gesehen hat, was passiert. Wir haben Fragen. Also die erste Frage ist, hast du schon Erfahrung mit 3D-Scans, also mit einer günstigen Stereokamera, die man dann verarbeitet? Stereokameras, ich habe mal ein bisschen Fotogrammetrie ausprobiert. Ging aber nicht so gut. Das Problem ist allgemein, dass man halt Meshes erstellt.
Und Meshes kann man in FreeCAD bearbeiten, aber es gibt da wesentlich bessere Werkzeuge für. Wenn ihr mal hier guckt, ich weiß nicht, wie viele Punkte hier jetzt drin sind tatsächlich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich in den Bearbeitungsmodus gehen kann. Ich glaube, man kann die bearbeiten, aber ich glaube nicht, dass man das will. Für sowas würde ich eher Blender und sowas ausprobieren, was mehr auf Meshes und sowas ausgelegt ist. Ja, verstehe. Ich hoffe, das antwortet die Frage. Nächste Frage. Kann man hier auch Step-Dateien importieren oder speichern? Importieren ja, exportieren gute Frage. Ich muss hier kurz was machen, bevor ich exportieren kann. Kommt mal kurz. Hab's noch nie ausprobiert. Gucken wir mal. Step. Step mit Farben. Step Z. Ja, es ist möglich. Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert. Es gibt eine ganze Reihe an Formaten hier für verschiedene CAD-Formate. Das sollte ich mal ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht hier auf meinem Computer, aber auf meinem Arbeitscomputer habe ich Siemens NXCAD und da könnte ich versuchen, das zu importieren. Es gibt aber auch ein Interface zu verschiedenen CAD-Formaten, auf jeden Fall in beide Richtungen. Okay, ja, super. Ich denke, das beantwortet die Frage und jetzt kann es jeder selber probieren. Was ist deine beste nicht-technische Tipp für Leute, die mit 3D-Design und 3D-Druck anfangen wollen? Non-technischer Tipp? Geduld hauptsächlich. Das ist auf jeden Fall was Konstruktion ist teilweise sehr schmerzvoll und es gibt einen Grund, warum mechanische Ingenieure und Maschinenbauer da so viel mit verarbeiten müssen. Ich bin ein Physiker, ich bin da auch gerade erst ein Anfänger, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, wo man sehr aufpassen muss, zum Beispiel mit 3D-Druck, wo man immer bedenken muss, dass man immer in diesen Schichten arbeitet, die aufeinander aufgeschichtet werden. Da gibt es zum Beispiel halt Sachen irgendwie, wo dann was in der Luft schweben würde, wenn du einen bestimmten Layer erstellst, dann das ist was vielleicht nicht geht. Aber ja, das Beste ist, glaube ich, einfach ausprobieren. Sei geduldig und probier es aus. Du wirst wahrscheinlich vieles falsch machen. Du wirst ganz komische, kaputte Spaghetti-Sachen in deinem 3D-Drucker haben. Aber hier, oder Filamentstau oder Acrylprobleme. Aber man kann es einfach aufräumen, sauber machen und nochmal von vorne anfangen. Also einfach machen. Ja, das ist ja auch Teil des Spaßes, die Spaghettis, oder? Ja, bitte nicht unbeaufsichtigt über Nacht laufen lassen. Nicht das erste Mal. Immer schön daneben sitzen. Ein echter Tipp vom Profi. So. Kann ich jetzt auch mit DFX-Dateien arbeiten und so? DXF, ja. DWG, ja, geht auch. DXF habe ich schon ausprobiert. Es gibt auch noch Architekturmodell-Arbeitsbank hier, die ist hier oben da Art. Die hat spezielle Bau- und Zeichenwerkzeuge, aber die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Dann kann man hier zum Beispiel Gebäude erstellen, man kann Schichten erstellen von einem Gebäude. Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr mächtig, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Wenn man hier mal den FreeCAD-Neuigkeiten auf Twitter folgt, da zeigen die tatsächlich viele Bauprojekte auf Twitter. Okay, cool. Sehr vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du es auch mal live gezeigt hast. Das ist immer großartig. Und dann gehen wir über in den Breakout-Room. Vielen Dank. Ja, wir sehen uns da in der Minute.